habe mir überlegt, für heute, wir fangen. Es gibt so einen Begriff oder so einen Bereich im Qigong, da sagen wir Universalübungen. Mhm. So nach dem Motto, wenn wir nur eine Übung lernen würden, was wäre die wichtigste? Welche würden wir dann lernen? Ja, und in diesem Fall fangen wir mit reguliere den Atem, beruhige den Geist an. So, das Wichtige ist, wenn Sie unterrichten, Teilnehmer haben häufig Koordinationsprobleme. Wir haben eine rechte Hand, wir haben eine linke Hand, wir haben eine rechte Körperhälfte, wir haben eine linke Körperhälfte. Gehirnhälften haben wir auch, da wird auch viel von gesprochen. Und da passiert dann auch häufig der Fehler, dass viele Übungen viel zu kompliziert sind. Die kann der Gegenüber, sie stehen denen ja gegenüber und die müssen ja, wenn es um rechts und links geht, immer umsetzen. Ja. So, und das Einfachste, was man da machen kann, ist, dass man also ein großes Repertoire an Übungen hat, wo die rechte Hand und die linke Hand das Gleiche tun. Dann bestehen diese Schwierigkeiten nicht. Ja. Oh, reguliere den Atem, beruhige den Geist. Das funktioniert so, bleiben Sie ruhig sitzen. Die Ausgangs-, also die Grundposition ist erstmal die Wuchi-Haltung. Ja. So, das steht und fällt mit einem organischen O. So, die Wuchi-Haltung ist relativ schwer, weil meistens kommt das hier dabei raus. Ja. Oder das hier dabei raus. Überstreckte der Arme. So, dann kann die Energie nicht frei fließen. Also ich sage immer, die Energie oder das Energiegefühl, das fährt auf runde Dinge ab. Wir sagen ja im Sprachgebrauch auch, das ist eine runde Sache. Und das hier ist eine runde Sache. Mhm. So, und das Interessante ist, der Körper ist in dieser runden Sache drin. Der ist umrahmt von dieser runden Sache. Ja. Gut, das ist schwer zu lernen, das sieht so einfach aus, aber es ist schwer zu lernen. Das üben wir nachher im Garten. Aber jetzt erstmal vorweg ein klein bisschen Theorie. Gut, und das ist also die grundlegendste Standposition. Eine Standposition ist eine Haltung, keine Bewegung. Das ist die grundlegende Standposition. So, und wichtig ist dabei auch, wenn man eine Standposition einnimmt, dass man da nicht steif drin steht. So, deshalb sage ich dann auch gern, man bewegt dich jetzt erstmal wieder. So. Und dann sage ich, jetzt geh mal wieder rein in die Position. Mhm. Weil das Bestreben, alles richtig zu machen, ist ein Hindernis, weil man geht dann sofort in Stress, man geht in Anspannung. Also dann sage ich wieder, mach nochmal locker. Ja. So. Ja. Und dann geh wieder rein. Und dann denkt man einfach an O. Oder eine andere Methode ist, wenn Sie einen Spiegel haben, ideal. Mhm. Sie stellen sich daneben und dann steht der Anfänger daneben, der zu Lernende, und er kann sich neben Ihnen sehen. Ja. So, also Seite an Seite vom Spiegel ist eine sehr gute Methode zu unterrichten. Denn Sie stehen vor der Person, Sie machen die Übung vor. Aber was nützt der Person das? Sie sieht nicht, wie sie sich selbst hält oder bewegt. Gut, ja, aus dem Tragen und Umfassen gehen wir aus dieser Wuchi-Position. Wuchi bedeutet die Kraft des Anfangs, die Kraft des Ursprungs. Also der Moment, wo Urknall, wo alles seinen Anfang nimmt. Etwas Grundlegendes, hier nimmt alles seinen Anfang. Ja. So, daraus geht man in eine Position, die nennen wir Tragen und Umfassen. Das ist mit einer gewissen Variation letztendlich dasselbe wie die Wuchi-Haltung. Kein großer Unterschied. Es ist wieder ein organisches O. Das organische O wird durch die Finger, durch die Hände, durch die Arme, durch die Schultern gebildet. Und wir können dieses organische O regulieren in den allen Fingergelenken, in den Handgelenken, im Ellbogengelenk, im Schultergelenk. Und beim Üben müssen wir immer auch darauf achten, dass wir eine gewisse Achselfreiheit haben. Also was man auch häufig sieht, ist das hier. Ja.
Also Achselfreiheit klemmt ab, klemmt Energie ab. So, beim Tragen und Fassen können wir sagen, okay, die Fingerkuppen berühren sich fast. Oder wir sagen, oh, wir lassen da so 20 cm Platz zwischen. Ist letztendlich egal, ist von Übung zu Übung abhängig. Also wir sollten auch eine gewisse Freizügigkeit, Großzügigkeit mitbringen. Gut, ja, und dann kommen wir zur Übung. Also wir haben zwei Vorhaltungen, das ist die absolute Grundhaltung, die Fuji-Haltung, die Haltung der ursprünglichen Energie, des Ursprungs. Dann haben wir Tragen und Umfassen. So, beim Tragen und Umfassen verwende ich gern eine Metapher. Weil die Metapher heißt, ich sage, Sterntaler, das Märchen von Sterntaler. Mhm. Stell dir vor, du hast eine Schürze. Ja. Die Schürze ist geschürzt und es regnet Sternstaub. Ja. Stardust. Mhm. Sternstaub und die Schürze ist glatt. Und die Schürze verläuft so. So, und dieser Sternstaub, der rutscht in den Bauch rein. Also stell dir vor, du hast eine Schürze, es regnet Sternenstaub und der Sternenstaub, der rutscht dir in den Bauch und der energetisiert dich. Und das ist so ein Bild, das ich verwende. Also ist sehr wertvoll, wenn wir das auch mit sprachlichen Botschaften verwenden. Ja, ja, dann geht die Übung los. Und wir heben. Wir wenden und wir senken. So, ich habe hier unten habe ich so ein Muster. Erstmal wende ich so und umschließe. So, das ist eine der grundlegendsten Übungen. Mhm. Die ist sehr vielschichtig, die Übung. Also ich achte darauf, dass die Ellbogen mit hochkommen. So, der Anfänger, der verklemmt ist, der würde so machen. Schauen Sie. Mhm. Damit engt er sich ein und damit ist die Übung zum Scheitern verurteilt. Also darauf achten, dass die Ellbogen mitsteigen. Denn dann weiten sich die Rippen. Mhm. Okay. Ja, und jetzt kommt noch was hinzu. Ich atme ein, wenn ich hebe. Und ich atme aus, wenn ich senke. Mhm. Und ich bin mit dem Fühlen in den Händen. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass die Hände mühelos steigen. Ja. Und ich stelle mir vor, dass ich in einen leichten Widerstand drücke. Okay. So, warum stelle ich mir vor, dass ich in einen leichten Widerstand drücke? Wir können sagen, so im Sprachgebrauch sagen wir auch, ich komme dadurch runter. Ich werde dadurch ruhiger. Und ich schiebe bin was weg. Ja. Ich stärke meine Wurzeln. Mhm. Ich erde mich. Mhm. So, wir wissen das. Wir sagen auch im Sprachgebrauch, wenn sich jemand aufregt, der kommt schnell hoch. Ja? Aber er kommt schlecht runter. Also das beruhigt. Mhm. Und sich dann beim Senken vorzustellen, in ein Luftkissen zu drücken, ich sage also stelle verdruckst ein Luftkissen platt, das intensiviert den Beruhigungseffekt. Ja. Also ich sage, denk an mühelose Steigen, als ob die Arme an Fäden wie bei einer Marionette hochgezogen werden und stell dir vor, du drückst ein Luftkissen platt. So, das ist dann schon die Übung. Einatmen heben und ausatmen senken. Gut, dann geht es noch darum, wie schnell oder wie langsam mache ich die Übung. Ein schlechter Lehrer würde sagen, mach sie genauso schnell oder genauso langsam wie ich. Richte dich nach meinem Tempo. Aber der Atem, der würde sich nicht unbedingt mit meinem Tempo wohlfühlen. Der braucht ein ganz individuelles Tempo. Mhm. Also da ist es wichtig zu betonen, find mal raus, wie fühlst du dich am wohlsten? Wie schnell oder wie langsam machst du das? Der Atem wird, wir sagen gerne, der Atem sollte ruhiger werden, der sollte tiefer werden. Mhm. Aber allein dadurch, dass ich das beobachte, was ich da tue, dass ich das wahrnehme, wird sich über die Tage und über die Wochen und über das Üben der Atem verlangsamen und der Atem vertiefen. Da brauche ich nicht hinterher zu sein. Das ergibt sich von selbst. Mhm. Also wir zwingen im Qigong den Atem nicht.
Ja. So, und da machen wir es, wir haben hier in Deutschland die Ilse Middendorf, das ist die Päpstin der Atemlehre gewesen. Und die hat zu dem Thema gesagt, wir lassen den Atem kommen, wir lassen den Atem gehen und wir warten, bis er von selbst wiederkommt. Und das ist also, man wird, wenn man Qigong unterrichtet, immer wieder nach Atemübungen gefragt. Und die Leute denken sich, oh, da muss man aber kräftig Also wir lassen Atem kommen. Wir machen das nicht, wir lassen ihn kommen, wir lassen ihn gehen und wir warten, bis er von selbst wiederkommt. Und wenn wir das so machen, dann stellen wir ja fest, ich lasse ihn kommen, ich lasse ihn gehen und unten warte ich, bis er von selbst wiederkommt. Mhm. Wenn ich das so handhabe, dann habe ich nach dem Ausatmen eine kurze Pause. Ja. Und das senkt zum Beispiel den Blutdruck, eine kurze Pause nach dem Ausatmen. Mhm. Ja. So viel erstmal zu reguliere den Atem, beruhige den Geist. Das ist der Name der Übung. Und gehen wir mal in den Garten und machen die Übung.